Okay, ja, Thema ist Spätfrost. Also es dauert noch oder nicht einmal mehr 3 Monate, dann kommen wieder die jährlichen Probleme auf uns zu, wo die Diät dann eher durch Kaffee gekennzeichnet ist und leider nicht durch gesundes Essen und Soul Food. Mein Titel ist heute meine Erfahrungen zur Spätfrostbekämpfung und künftige Strategien. Vielleicht ganz kurz die Sichtweise, von der ich erzähle, wird eher die des Betriebsleiters sein. Vielleicht kurz zur Vorstellung. Ja, mein Name ist Franz Lehner und ich bewirtschafte den Bio-Obsthof Lehner und der ist, wie man hier auf der Karte sieht, mitten im Weinviertel. Ich habe einen zweiten Betrieb mit meinem Bruder, der befindet sich in der Slowakei, die Pannonia Fruit, das ist ungefähr da, wo ich jetzt mit dem Mauszeiger hinzeige. Ganz kurz, ja, noch zur Vorstellung. Also in Geizendorf mache ich Marillenanbau. Seit 2009 setze ich Frostschutzkerzen ein, seit 2015 eine mobile Windmaschine und 2021 habe ich eben auf Bioproduktion umgestellt. In der Slowakei haben wir 2006 gestartet mit dem Betrieb, der ist nicht bio. Dort haben wir einen Frostbuster laufen gehabt, ein paar Jahre, bis man, ja, er steht im Stadel, also er ist jetzt, wäre käuflich zu erwerben. Dann Kerzen setzen wir seit 2010 ein und vermarkten dort alles eigentlich direkt bzw. mit Selbsternte. Und wie die meisten wahrscheinlich wissen, habe ich ein kleines Handelsgewerbe, wo ich mit Steinobstbäumen in der Baumschule Greb, oder wo ich die Steinobstbäume vertreibe, beziehungsweise seit 2015 auch mit Kerzen handle. Ich werde da jetzt aber keine Verkaufsveranstaltung aus dem Vortrag machen, sondern Ziel ist wirklich, das jetzt als Betriebsleiter zu sehen. Kurz zu den Themen. Also, wir einen kurzen Rückblick machen, was uns die letzten Jahre beschäftigt hat. Mal kurz auf das Thema Sensortechnik eingehen, Frostschutzmethoden bewerten aus Betriebsleitersicht, kurz auf das Thema Risikokosten eingehen. Was ich nicht tun möchte, sind Grundlagen zum Frostschutz. Ich glaube, das weiß jeder und kennt jeder. Genauso die Grundlagen zu den Frostschutzmethoden. Frost und Frostschutz war so ein starkes Thema die letzten Jahre. Ich glaube, das, ja, muss man nicht nochmal durchkauen. Das Thema Sortenbeschreibungen oder Sorten ist sehr wichtig. Da wird aber dann der Dominik Schreiber im nächsten Vortrag darauf eingehen. Und Frostberegnung werde ich auch nicht bearbeiten, weil bei mir auf keinem der Betriebe Frostberegnung möglich ist, weil wir einfach nicht genug Wasser haben. Sonst wäre das eine sicher interessante Frostschutzmethode. Gut. Ganz kurz chronologisch zusammengefasst. Ich habe 2009 einen Betrieb übernommen und da war Frost zwar ein Thema, aber eigentlich, ja, man hat damit leben können. Ich habe dann eben Kerzen angeschafft für ja, ich habe gerechnet, dass ich die alle paar Jahre einmal einsetzen muss. Es ist dann aber anders gekommen die letzten Jahre. Wir hatten 2012 starke Fröste, also es war sehr später Frost, am 18. Mai, konnten wir damals aber alles beheizen und eigentlich die Ernte gut drüber retten und haben gute Preise gekriegt. Und das hat mich eigentlich zum Thema Kerzen sehr stark motiviert. 2016 haben wir in der letzten Aprilwoche ganz starke Fröste gehabt. Leider halt auch mit Windfrost. Ich habe schon eine Windmaschine gehabt, die hat damals nicht so gut funktioniert. Ich habe aber auch sehr viel Kerzen verheizt, mehrere Nächte. Hab's geschafft, Teilflächen unbeschadet über die Frostwoche zu bringen. Das heißt wirklich mit Rekorderträgen. Andere Teilflächen sind ausgefallen, aber die Preise waren gut und eigentlich war es kein schlechtes Jahr. Hat mich auch motiviert, weiter stark auf Kerzen zu setzen. Dann war das Jahr 2020. Können Sie, glaube ich, alle erinnern. Das war gerade der Beginn der Corona-Pandemie mit Frösten bis zu minus 7 Grad. Das war so eine Mischung aus Wind- und Strahlungsfrost. Ich habe damals die Windmaschine eingesetzt. Das hat teilweise funktioniert. Kerzen, sehr viele Kerzen eingesetzt. Aus der Erfahrung aus 2016 heraus. Einfach, ja, kämpfen bis zum Schluss. Hat 2020 nicht so gut funktioniert, weil es einfach zu kalt war und zu lange. Und dann ufern die Kosten aus. Und ja, die Erntemenge war dann eigentlich nur bei 30%. Was, glaube ich, aber immer noch im Vergleich nicht so schlecht war, weil viele Betriebe hatten gar nichts zu verkaufen. Ja.
2020 war auch das erste Jahr, wo ich an dem Projekt Frostrad teilgenommen hat. Das ist Rob, das ist eh schon in mehreren anderen Seminaren vorgestellt worden. 2021 wieder siebenmal die Windmaschine, drei Nächte Kerzen anzünden und über 15 Nächte Frostwache. Sprich, munter bleiben und ja, ständig in Alarmbereitschaft sein. Im Endeffekt hat die Frostbekämpfung 2021 gut funktioniert, hatten aber sehr schlechtes Befruchtungswetter. Also man hat gesehen, die Fruchtknoten waren nicht erfroren. Es gab aber dann einen ganz starken Fruchtfall und das führe ich jetzt aufs schlechte Befruchtungswetter zurück. Dann 22 wieder Windmaschineneinsatz gehabt, hatten technische Probleme. Das ist bei der To and Blow, bei der ersten Generation offenbar öfters der Fall, dass es mit den Keilriemen Probleme gibt. Ist dann von der Firma auch nicht gleich zu lösen gewesen und war recht schwierig. Haben 3 Nächte Kerzen anzünden müssen, hatten einen Minderertrag, aber es war vertretbar. Und 2023 wieder die Geschichte mit der Windmaschine. Inzwischen haben wir das Problem gelöst durch einen Umbausatz, den wir uns da irgendwie besorgt haben. Haben aber nur auf einer Teilfläche Kerzen angezündet, einen Teil auch versichert. Haben irgendwie einen 50-prozentigen Ertrag geschafft, aber durch gute Preise, ja, geht sich das auch irgendwie aus. So. Wichtiges Thema. Bevor es zur Frostbekämpfung kommt, müssen wir mal wissen, was überhaupt im Obstgarten los ist. Sprich, wir brauchen eine gute Temperaturmessung. Ich war selbst in ein Projekt involviert die letzten Jahre, bin jetzt nicht mehr dabei, es wird auch nicht weitergeführt. Aber ja, habe trotzdem einiges an Erfahrungen gesammelt. Gibt es ein paar Punkte zu beachten. Das erste ist trocken und feucht oder Feuchttemperatur, was soll gemessen werden? Ja, normalerweise beides. Es ist ermöglicht, die Feuchttemperatur zu berechnen. Da ist nur wichtig, dass die Werte der Trocken- und vor allem auch der Luftfeuchtigkeit richtig gut sind, weil sonst kommen da komplett falsche Werte raus. Wir haben es aber eigentlich geschafft, das relativ gut hinzubringen. Nächstes Thema ist die Messgenauigkeit. Das ist einerseits der Sensor. Und andererseits, was ganz wichtig ist bei den Sensoren, ist das Gehäuse und die Aufhängung. Wir haben Tests bei verschiedensten Sensoren durchgeführt und teilweise war wirklich das Strahlenschild, ja, also das ist das Kunststoffgehäuse, das über dem Sensor ist, damit die Sonneneinstrahlung die Temperatur nicht oder dass die nicht falsch dargestellt wird. Das hat sehr viel Einfluss. Da gibt es teilweise, das sind luftdicht, da kann keine Luft zirkulieren und dann bekommt man halt komplett falsche Werte. Auf das sollte man achten. Nächstes Thema ist, wir wollen flächendeckend messen. Das heißt, wir brauchen eine hohe Sensordichte. Die orientiert sich einerseits an der Größe des Feldstückes, andererseits speziell halt jetzt nicht unbedingt im Machfeld, wo es flach ist, aber in den eher hügeligen Gegenden an der Lage, an der Topografie und auch an Luftströmungen. Und es orientiert sich auch an der Frostschutzmethode, die man dann wählen will. Ihr habt jetzt rechts einen kurzen Ausschnitt von einem Feldstück von mir im Rasensteig. Das wären jetzt da ja, 4,60 Hektar, wo 7 Sensoren hängen. Das ist ein leichter Hang. Man sieht da im Hintergrundbild auf der Präsentation, sieht man, wie die Kerzen brennen im Hasensteig. Was sehr interessant war als Erfahrung, früher habe ich Thermometer hängen gehabt, oben und unten, und haben mir gedacht, ich habe halbwegs eine Abdeckung und weiß, was im Obstgarten passiert. Dann haben wir viele Sensoren aufgestellt und man sieht, dass wir vorher überhaupt nichts gewusst haben. Also es gibt Luftströmungen, interessanterweise, dass teilweise oben eigentlich immer kühler war als unten, aber nur eben auf einer Seite des Feldstücks, also da muss irgendeine Strömung reingekommen sein. Und halt ein paar andere Phänomene, die man dann über die Jahre oder im Laufe der Frostnächte kennenlernt. Ja, also da kennt man dann seine Lagen und weiß, wo es zuerst kalt wird. Dann kann man sich auch besser überlegen, wo man zum Beispiel eine Windmaschine aufstellt oder wo man zuerst Kerzen entzündet oder wo man vielleicht mehr aufstellt. Ja. Aber da ist, braucht man
braucht man viele Sensoren und ein paar Jahre Erfahrung. Gut, was gibt es noch für Themen? Messintervall. Idealerweise sind die Intervalle untertags lange und in Frostnächten kurz. Da gibt es ein paar Systeme, die sich diese Messintervalle automatisch einstellen, sprich außerhalb der Frostsaison. Hat man keine Ahnung, vielleicht 15 Minuten oder 30 oder wie man es halt haben will. Und wenn dann in der Frostsaison bestimmte kritische Werte unterschritten werden, verkleinert sich das Messintervall und man hat genauer oder öfter Messung. Ist, wenn man zu Hause sitzt und beobachtet und nicht weiß, soll man jetzt Kerzen anzünden oder nicht, sehr hilfreich, wenn man da viele Messungen kriegt. Außerdem kann es immer wieder zu Ausfällen kommen, sprich es wird einmal ein Wert nicht gesendet. Und wenn ich jetzt schon 15 Minuten Messintervall habe und einmal wird nicht gesendet, dann bin ich schon bei einer halben Stunde. Ja, da habe ich halt bei 5 Minuten zum Beispiel für bessere Abdeckung und Sicherheit. Nächstes Thema bei Sensoren. Energieverbrauch. Es gibt jetzt verschiedene Systeme. Ich würde jetzt nicht aufs Detail eingehen. Nur meine Erfahrungen, dass Narrowband IoT, dazu gehört LTE-M zum Beispiel, und GSM-Systeme einen hohen Energieverbrauch haben. Sprich, es gibt einen Anbieter, wo D-Zellen drinnen sind und ich habe das einmal machen müssen. Kurz vor einem Frostereignis Batterien tauschen. Das kann dann ganz schön mühsam sein. Das sind die Systeme, die mit LoRaWAN oder Sigfox laufen, deutlich besser im Energieverbrauch. Da kommen wir teilweise wirklich mit die 1,5 Volt AA oder AAA Batterien je nach Messintervall mehrere Jahre durch. So. Gut, was noch ganz wichtig ist, ist eine übersichtliche Darstellung. Jetzt rechts einen Teil unserer Oberfläche eingeblendet, dass ich zum Beispiel in einer Frostnacht jetzt alle Feldstücke nach Temperaturgrad angezeigt bekomme. Da ist zum Beispiel Ringendorf 1 mit 0,2 Grad das kälteste. Wobei 0,2 Grad wäre jetzt der kälteste Sensor in Ringendorf, ja, und dann Ringendorf 2 und Hasensteig. Und ich habe jetzt am ersten Blick, wenn ich, keine Ahnung, um 3 in der Nacht einen Frostalarm kriege und aufs Handy schaue, habe ich am ersten Blick einen guten Überblick, wo es jetzt kalt ist und was los ist. Und ja, kann auch im Schlaf da mal richtig reagieren. Gut, Alarmierung, ja, da braucht man nicht viel dazu sagen. Ist bei vielen Sensoren ein bisschen tricky, welcher Sensor alarmiert, wie oft wird mal alarmiert, aber ja, ist ein wichtiges Thema. Netzabdeckung, also wenn man sich Sensoren raushängt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die kommunizieren. Klassisch wäre über das normale Mobilfunknetz, über GSM oder über Narrowband IoT. Das hat eine gute Abdeckung. Dann gibt es welche, die über LoRaWAN eben oder Sigfox senden. Sigfox ist schlecht ausgebaut bei uns. LoRaWAN gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist entweder über private Gateways, wie es auch angeboten wird. Meines Erachtens hat es eine gewisse Unsicherheit, ja, wenn da was nicht funktioniert. Es gibt auch Mobilfunkanbieter, die eben das LoRaWAN anbieten. Ist wahrscheinlich besser, aber bietet jetzt momentan, ja, nachdem wir das in Wochen niemand so an. Ja, Ausfallsicherheit ist klar, das ist da das wichtigste Thema, wenn eine Frostnacht kommt. Ich habe das bei einer anderen Wetterstation einmal erlebt, vor Jahren, dass der Server eingegangen ist in einer Frostnacht, weil anscheinend ganz Europa auf die Daten zugegriffen hat. Das war dann eher unlustig, ja, weil dann muss man wieder im Kreis fahren und Temperaturen händisch messen. So, Thema Preis ist natürlich ganz wichtig. Quantität oder Qualität? Es gibt jetzt Wetterstationen, wo alles angezeigt wird, die kosten viel Geld. Die machen keine Ahnung von und Temperatur und Bodenfeuchte und alles. Das ist schön und gut, aber für die Frostwarnung habe ich das Problem, dass ich mehrere Messpunkte brauche. Da ist, wie gesagt, jetzt nur aus Sicht der Frostwarnung wäre es besser, vielleicht auf Qualität zu verzichten und mehr aufzuhängen, damit ich einfach den Überblick habe.
Dann, ja, das sind Kostenfaktoren. Ja, wenn ich mehrere Sensoren habe, eben gerade diese LoRaWAN oder diese neuen Sensoren, sind relativ günstig. Da kann man eben sehr viele aufhängen. Was man beachten muss, sind jährliche Kosten. Muss ich jetzt ein Handynetz zahlen oder irgendwelche anderen Übertragungsgebühren oder Gebühren für die Plattform, die ich nutze? Beziehungsweise, was noch ein Kostenfaktor ist oder sein kann, sind Batterien, weil bei manchen halt wirklich, die halten dann nicht einmal ein Jahr und sind oft zu tauschen. Und wenn ich da viele Sensoren habe, kostet das auch ein bisschen Geld, ja. Im Vergleich zu einem Frostausfall jetzt aber zu vernachlässigen. So. Ich rede schon schnell, Lothar, aber es wird knapp, aber ich werde mich beeilen. Kurz zu den Frostschutzmethoden, die wir eingesetzt haben. Frostkerzen. Mit den Frostkerzen habe ich, wie vorher erwähnt, selbst gute Erfahrungen gemacht. Infrastruktur ist vorhanden, es ist bestimmte Flächen lassen sich damit gut sichern. Wir haben nur die letzten Jahre ein Problem. Wir haben die Ukraine-Krise gehabt, wir haben massive Preissteigerungen gehabt. Wir haben oft Windfröste gehabt, da wirken sie auch nicht so gut und wir haben einen sehr hohen Personalbedarf. Das heißt, wenn ich sehr viele Frostnächte habe, brauche ich entweder Personal am Hof oder ich habe gute Freunde und ein gutes Verhältnis zu meiner Familie, dass mir da wer hilft. Aber das kann bei so vielen Frostnächten, wie es die letzten Jahre der Fall war, schwierig werden. Dann haben wir Öfen getestet. Öfen gibt es verschiedene Heizmaterialien, gibt es mit Kohle, Pellets oder Torf. Wobei ich Torf auf keinesfalls verwenden würde, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Bei uns waren Pellets das Mittel der Wahl, also ist ähnlich, System, die Aufstellung ist ähnlich wie bei Kerzen. Ich habe nur ein Problem gehabt, der Arbeitsaufwand ist extrem. Wenn es drauf regnet und die Pellets liegen offen, dann sind sie hin, kann man es nicht mehr entzünden. Und nachdem ich jetzt Bio mache und Frost und Schlechtwetter und Regen öfter Hand in Hand geht, habe ich das Problem gehabt, dass die Öfen in der Früh noch gebrannt haben, weil die kann man nicht auslöschen und der Frost ist ja halt erst später gekommen und wir haben keine Ahnung, am 3 oder in der Früh, 3 oder 4 in der Früh die Öfen anzünden und dann kann man in der Früh nicht mit der Spritzen durch. Das kann etwas schwierig sein. Gut, Windmaschine, ja, gibt es verschiedene Varianten. Wird aber der Dominik, glaube ich, auch noch auf eine neuere Variante eingehen, darum überspringe ich das. Frostversicherung ist auch nicht viel zu sagen. Hat sich die letzten Jahre immer stärker durchgesetzt, weil die Frostereignisse stärker waren und wirklich absolut waren, sage ich mal, dass wenig übrig geblieben ist. Für totale Schäden ist interessant. Wenn man leichte Frostschäden hat, ist es halt schwierig, weil man kaum was ausbezahlt bekommt. Für mich, also ich habe jetzt auch versichert, aber die Vermarktungssicherheit ist mir doch wichtiger. So, jetzt kurz strategische Überlegungen. Bis 2022 haben wir eigentlich immer auf Kerzen gesetzt, koste es, was es wolle. Und das habe ich die letzten Jahre ein bisschen umgestellt. Wir kombinieren jetzt eigentlich alle Maßnahmen und das halte ich auch eigentlich für mich für die richtige Strategie. Also es wird versichert in unterschiedlichen Höhen, je nach Fläche. Es wird teilweise mit Kerzen gearbeitet, teilweise mit Windmaschine. So lassen sich irgendwie die Aufwände kontrollieren. Man hat trotzdem Ware, die man sicher verkaufen kann. Beziehungsweise was ganz wichtig ist, aber wie gesagt, da geht der Dominik drauf ein. Es gibt gute neue Sorten, die sehr frostfest sind und das ist definitiv die Zukunftsstrategie. Ein Thema, das meines Erachtens viel zu wenig berücksichtigt wird, das sind Risikokosten. Wenn wir in der Betriebswirtschaft über Risiko reden, dann verursachen die immer Kosten. Das sind entweder Kosten, die in Zukunft vielleicht auftreten, das sind Kosten, die durch Schadensfälle entstanden sind oder entstehen, und das sind Kosten, die durch Präventivmaßnahmen zur Risikobewältigung entstehen oder also auch Versicherung zum Beispiel, und das sind Eigenkapitalkosten, um größere Risiken entsprechend abzusichern. Was mich im Obstbau stört, wenn es Jahre gibt, wo es viele, ich rede jetzt von Marillen, ja, aber wo es viele gibt, denkt keiner an einen Frost. Aber in Wirklichkeit müssen wir mit den Jahren auch die schlechten Jahre mitfinanzieren. Und nachdem die schlechten Jahre aber immer mehr werden, sollte man sich das Thema vielleicht ein bisschen stärker überlegen. Ja, ich kriege das in der Branche mit, dass die Gedanken
nicht unbedingt nur ausgereift sind, sagen wir so. Und ich sehe da auch einen Systemfehler. Ja, welcher Produzent kann die Risikokosten wirklich berücksichtigen? Sprich, hat den Preis so weit in der Hand, dass er die unterbringen kann? Führt eigentlich jetzt in den zweiten Satz. Welcher Produzent argumentiert höhere Preise auch bei guten Ernten aufgrund des Frostrisikos? Aber das sollte man sich überlegen, auch wenn viel oben hängt, dass man die Kosten einfach einberechnet in seine Kostenkalkulation, ja. Darum auch der nächste Satz, ja. Kalkuliert alle Kosten und belügt sich nicht selbst. Ich meine, das Thema haben wir in der Landwirtschaft öfter. Aber wenn wir rechnen, müssen wir die Kosten, die durch die Fröste entstehen, einfach mit einberechnen. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Ich habe mich bemüht, dass ich sehr schnell rede. Ich hoffe, es war trotzdem verständlich. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche eine frostfreie Saison.